Hallo Süße, ich halte dir heute einen Monolog, weil ich den Eindruck habe, Dialoge gehen ganz schnell in die Hose. Ich möchte die Geschichte von gestern weitererzählen. Ich weiß auch noch ganz genau, an welcher Stelle wir abgebrochen haben. Das war an der Stelle, als die Reproduktionsärzte nach 5 oder 6 Jahren versagt haben, ich gesagt habe, ich mache den ganzen Scheiß nicht mehr mit, ich mir eine Affäre besorgt hatte mit Dani und abends auf der Couch saß mit dem festen Entschluss, die Beziehung zu beenden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie fange ich jetzt an? Wie fange ich jetzt an? Wie mache ich das? Naja, und Silke laberte Scheiße. Es war November oder so ähnlich oder Anfang Dezember, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte sie, was wollen wir eigentlich Weihnachten essen? Da habe ich gesagt, ach, was soll denn der Scheiß jetzt? Interessiert mich überhaupt nicht. Von mir aus, ich wollte immer mal einen Karpfen machen. Aber was sollen wir beiden denn mit einem Karpfen? Und da stand sie auf, ging ins Badezimmer und holte einen positiven Babytest und sagte, wenn wir zu dritt wären, da brach für mich eine Welt zusammen. Komplett zusammen. Ich bin aufgestanden, bin zum Kühlschrank gegangen, habe so getan, als wollte ich da irgendwas raussuchen oder sowas und habe in den Kühlschrank geweint. Sie hat gedacht, voll Glück. Es war aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Tag bin ich ins Büro gefahren, habe Dani angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, aber es gibt einen anderen Plan in meinem Leben, den nehme ich jetzt an. Da hat sie gesagt, was für ein Plan? Ich gesagt, ja, die Silke ist schwanger von mir. Da hat sie gesagt, spinnst du? Geh doch gar nicht. Du hast mir selber gesagt, du bist unfruchtbar. Und dann habe ich gedacht, ja, das dachte ich bis gestern auch. Aber ich habe mich dem Plan letztendlich gebeugt. Ich habe Dani im Grunde genommen beendet an dem Tag und habe mich meiner Aufgabe gestellt als Vater. Und dann habe ich alles getan, was ich kann, als Vater, derjenige zu sein, den man als Vater gerne hat. Ich habe ihre Schwangerschaft vorbereitet. Ich war logischerweise bei der Geburt mit dabei. Ich habe alles Mögliche dafür getan. Ich habe ein Haus gekauft, damit wir eine vernünftige Bleibe haben und so weiter. Ja. Und ich habe dann erst eins, danach noch ein zweites Kind bekommen und bin in letzter Konsequenz eigentlich der Vater geworden, der ich hätte sein wollen, den ich mir in meinem Vater gewünscht hätte. Ich habe getan, was ich konnte. Ich bin so früh es ging nach Hause gekommen. Ich habe die Kinder bekocht. Ich habe gelernt, laut zu lesen. Ich konnte nicht laut lesen. Ich habe den Geschichten vorgelesen. Die haben sich die Eier abgekrümmt vor Lachen dabei. Ich habe mit denen gespielt. Ich habe mit denen gemacht, getan. Ich bin jeden Morgen mit denen zusammen zur Kita gefahren, habe sie weggebracht, noch eine halbe Stunde bespaßt, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte nicht nur einen Oscar, ich hatte nicht nur ein T-Shirt, ich hatte auch eine Tasse, wo drauf stand, bester Vater der Welt. Und Silke, wenn ich nach Hause kam, hat sie telefoniert mit Freundinnen und hat dann gesagt, 3, 2, 1, deins. Also habe ich mich drum gekümmert. Ich habe mich immer drum gekümmert. Das ganze Wochenende gehörte meinen Kindern logischerweise.
Ich habe gearbeitet wie ein Stier an meiner Vaterrolle. Und ich glaube, ich war ein wirklich guter Vater. Mit Verständnis, mit allem drum und dran. Und dann hat sich die ganze Situation verändert. Ich musste mehr und mehr arbeiten. Und was dann passiert ist, ist, ich habe gedacht, die kommen damit klar, im Grunde genommen. Ich habe die zum Beispiel abends ins Bett gebracht, habe dir noch eine Geschichte von Rabe Socke vorgelesen. Ne? Und da haben die gesagt, Papa, du bist der Größte. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin morgen früh weg. Ich muss in die USA, nach China. Egal, irgendwohin. Ne? Und die haben dann nur gesagt, wie viel mal schlafen? Ich habe gesagt, 6 Mal. Okay, gute Nacht. Es hörte sich ein bisschen so an, als würden die das verstehen können. Aber in Wirklichkeit haben sie es wahrscheinlich nicht verstanden. Naja, und die Silke hat ihre Rolle auch irgendwann nicht mehr so verstanden, wie sie vorher gemacht hat. Nämlich nur noch, ja, Mutter per Definition zu sein. Hat dann versucht, tatsächlich Mutter zu spielen. Ich kam nach Hause und dann hieß es, die Kinder sind schon abgefüttert. Du brauchst sie nur noch ins Bett zu bringen. Okay. Bisschen später hieß es, die Kinder sind schon im Bett. Du brauchst sie nur noch gute Nacht zu sagen. Okay. Irgendwann hieß es, die Kinder schlafen schon lange. 7 Uhr. Da steckte ein Plan dahinter. Nämlich mich Stück für Stück aus meiner Vaterrolle rauszudrängen. Naja, und irgendwann hat sie dann logischerweise gesagt, ich werde jetzt meine Sachen packen und werde gehen. Und ich werde für mich und meine Kinder ein neues Zuhause aufbauen. Das hat sie dann auch getan. Dann habe ich von den Kindern gehört, die am Anfang 3 Tage die Woche bei mir waren und gesagt haben, okay, dann haben wir jetzt halt eine halbe Woche Papa, eine halbe Woche Mama. In Ordnung, kann man mit umgehen. Ich habe ihnen nur gesagt, wisst ihr was, die Einzigen, die 7 Tage die Woche zusammen seid, seid ihr. Und deswegen haltet zusammen. Ja, und dann kriege ich von den Kindern mit, dass sie sich zum Beispiel irgendwelche Wohnungen gesucht hat für 300 Euro oder irgendwie so was Ähnliches, ja, wo die Kinder ein gemeinsames Durchgangszimmer gehabt hätten. Und dann habe ich sie letztendlich angesprochen und habe gesagt, spinnst du eigentlich ein bisschen? Hast du keine Ahnung, wie viel Geld ich habe? Also werde ich eine vernünftige Wohnung kaufen, logischerweise, wo alle glücklich und zufrieden sind, insbesondere meine Kinder. Super. Genau das habe ich dann getan. Für 130.000 Euro ihr eine Eigentumswohnung gekauft. Und zwar von meiner Altersvorsorge. Die war damit weg. Das war es mir aber wert. Naja, das Ganze war quasi so eine Art Traumtrennung. Wir haben uns sehr gut verstanden. Die hatte eine Kontovollmacht die ganze Zeit von mir. Die ganze Zeit. Die hätte die ganze Zeit auf mein Konto zugreifen können. Sie hat gesagt, ich brauche natürlich Unterhalt. Habe ich gesagt, stell dir den selber ein. Rechne dir was aus. Was du brauchst. Für dich und für die Kinder zum Leben. Und schreib irgendeine Zahl dahin. Mach dir einen eigenen Dauerauftrag. Ich will nicht mal die Zahl wissen. Das hat es dann auch getan. Ja, und dann ist was Doofes passiert, im Grunde genommen. Nämlich, was in ihrem Leben passiert ist, ist, dass ihr Vater und ihre Mutter sich getrennt haben, und zwar immer auf Zeit, immer auf Zeit. Die Mutter ist abgehauen, dann war sie wieder da, dann ist sie wieder abgehauen, dann war sie wieder da. Er hat immer auf sie gewartet. Er hat immer auf sie gewartet. Aber bei mir gibt es natürlich auch Konsequenzen, was das Ganze angeht. Und dann kam Ute. Und als Ute da war, wurde aus einer Traumtrennung ein Rosenkrieg. Und der Rosenkrieg heißt dann in letzter Konsequenz,
dass sie auch die Kohle von mir noch haben wollte, von meinem Haus sogar auch noch. Das war vorher abgesprochen, dass das dann meins bleibt. Und mir die Kinder weggenommen hat. Ich habe mit dem Jugendamt nichts machen können, weil dann hieß, ja, der ist alkoholgefährdet. Und auf der anderen Seite ist sie ja Pädagogin. Da kann ja überhaupt nichts dagegen sprechen. Und dann sind die Kinder immer seltener gekommen und irgendwann gar nicht mehr gekommen. Warum? Die haben mich nicht weniger geliebt. Aber die hatten unglaubliche Angst vor diesem Verbalaggressismus. Ich weiß nicht genau, wie das Wort heißen soll. Von ihrer Mutter. Die hat mich schlecht gemacht, wo sie nur konnte. Und sie hat dafür gesorgt, dass die Kinder mich hassen. Das haben sie irgendwann auch getan. Zumindest haben sie sich nicht mehr getraut. Bis heute. Das ist 6 Jahre her. Sich mit mir zu treffen. Der Marian traut sich ab und zu mal, mir eine SMS zu beantworten. Von Lisann habe ich seitdem nie wieder gehört. Und jetzt eine Frage: Wie fühlt sich das an? Verlassener Vater. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich bin darüber weg. Was war jahrelang? Jahrelang. Grund dafür, warum es mir unglaublich dreckig ging. Ich glaube heute daran, jetzt sind wir 15 und 17, dass die früher oder später wieder Fuß fassen werden, pubertieren werden, Probleme bekommen werden mit ihrer Mutter und sich daran erinnern, dass sie auch noch einen Vater haben. Und über kurz oder lang vielleicht mit mir wieder Kontakt haben werden. Aber ob das wirklich so ist, dem Frido ist zum Beispiel genauso passiert. Ob das bei mir passiert, kann ich natürlich nicht beurteilen. Es ist nur so, dass das ein unglaublicher Schwebezustand ist. Und natürlich sind die Kinder das Wichtigste in deinem ganzen Scheißleben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, über Jahre zu sagen, ich habe keine Kinder, ich habe Kostenträger. Natürlich mache ich mir das Leben selber schön, weiß ich selber. Aber ich habe keine Wahl. Ich habe einfach keine Wahl. Außer Sitzfleisch, abwarten und gucken, wie sich Sachen entwickeln. Das ist das beschissenste Gefühl, was man sich überhaupt nur wünschen darf. Und da gebe ich dir recht. Das ist eins der wichtigsten Themen, die im Einzelgespräch zu besprechen sein werden. Und jetzt kann ich nicht mehr.